Spannung pur bei der ersten Wolf Open auf der Golfanlage Holledau. Nach 54 gespielten Löchern ging es in ein 4-Mann-Playoff um den Sieg beim ersten Pro-Golf-Tour-Turnier des Jahres in Deutschland. Erstmal schön, dass wir überhaupt hier sein können, dass die Pro-Golf-Tour hier spielen darf. Die Spieler fühlten sich sichtlich wohl auf dem abwechslungsreichen Platz in der altbayerischen Landschaft zwischen Hopfengärten und idyllischen Wäldern. Denn gerade am Wochenende vielen Zuschauern wurde beste Unterhaltung geboten. Pro-Golf-Tour-Verhältnisse auch ein sehr, sehr großes Event. Ein weiteres deutsches Turnier auf der Pro-Golf-Tour bietet gerade dem heimischen Profi-Nachwuchs die Chance, sich zu zeigen. Ich finde es auch sehr wichtig, dass diese Ebene weiterhin wächst, weil sie für unsere Nachwuchsamateure, für die Jungprofis einfach eine ganz wichtige Ebene ist, auf der sie Erfahrungen sammeln können und auch Aufstiegsmöglichkeiten für die Tour haben. Als Nummer 1 der Order of Merit kam Nick Bachem in die Holledau, betreut von seinem Marienburger Heimtrainer Per Sengelhof. Nach 2 Saisonsiegen auf der Pro-Golf-Tour ist der Nationalspieler jetzt Profi geworden. Wo ich die Chance hatte zu gewinnen, habe ich immer gewonnen. Und dann die beiden Siege helfen natürlich. Und dann hoffe ich, dass jetzt entweder noch ein Dritter dazukommt oder auf jeden Fall über die besten 5 dann der Sprung auf die Challenge-Tour kommt. Trotz seiner unglaublichen Längen und mentalen Stärke reicht es in der Holledau nicht für ganz vorne. Was zunächst nicht für den lokalen Matadoren galt, Amateur Maximilian Heller, der hier im Golfclub arbeitet, ging mit einer 65 nach dem ersten Tag in Führung. Auch wenn er das Niveau im Finale nicht halten konnte, war er nicht nur für Mama Martina der Publikumsliebling. Dass jetzt die Wolf Open mit der Pro Golf Tour hier ist bei uns und ja, ist einfach ein super Gefühl und hier aufziehen zu dürfen, macht sehr viel Spaß. Die Clubmitglieder waren begeistert dabei, war super, tolles Golf, ich bin sehr zufrieden. Besonders erfreulich, dass Christian Bräunig wieder voll da ist. Der 29-Jährige spielte schon 3 Jahre auf der Challenge Tour, bevor ihn eine langwierige Rückenverletzung zurückwarf. Bräunig vor der Finalrunde in Schlagdistanz zu den Führenden. Nach einer starken 66er Runde fehlte am Ende nur ein einziger Schlag, um im Playoff dabei zu sein. Ich habe an der 15 noch ein 3-Part-Par gemacht, was jetzt natürlich im Nachhinein ein bisschen wehtut, wo es jetzt nur ein Schlag war, aber im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zufrieden. In Führung vor der Finalrunde der Franzose Mathieu Decotigny-Lafond, der am zweiten Tag mit einer 63 die beste Runde des Turniers gespielt hatte. Aber der Mann aus Lille zeigte Nerven und auf einmal ein anderer Franzose ganz vorn. Henry Simpson hatte vor den beiden Schlusslöchern 3 Schläge Vorsprung. Aber ein Doppelbogey und zum Abschluss ein Bogey reichten nur zur Teilnahme am Playoff. Ein Showdown, der auch den Titelsponsor in seinen Bann zog. Ja, für uns war das natürlich ein Herzensanliegen, hier in der Holledau so ein Turnier herzuholen. Für uns als europäischen Marktführer in der Klima- und Heiztechnik auch ein international besetztes Turnier hier zu haben. Am ersten Extraloch war es dann dieses Birdie von Decotigny-Lafond, das die Meisterschaft doch noch für den Franzosen entschied, der sich damit seinen 2. Saisonsieg auf der Pro-Golf-Tour holte. Mir war schon klar, wie wichtig dieser Sieg ist, aber ich habe mir gesagt, genieße einfach den Moment. Es war das perfekte Finale. Für Maximilian Heller, dem besten Amateur im Feld, gab es Handwerkskunst aus Bayern und für den Sieger eine zünftige Maß Bier. Na dann, Prost und hoffentlich auf Wiedersehen im nächsten Jahr bei der dann 2. Wolf Open in der Holledau.